This is a true love. This is a true love. Maria, this is a true love. Ayo, this is a true love. Hi Leute, ist alles Kostenlose umsonst? Ist heute mal das Thema. Und ich wollte das Ganze untergliedern in drei Punkte. Und ja, das Video habe ich halt so genannt, die Doppeldeutigkeit ist ja drin zu erkennen. Nee, aber ich denke, die meisten Leute meinen immer, wenn was umsonst wäre, ist es nicht gut. Und das muss nicht sein, denke ich. Und ich wollte aber auch noch eigentlich auf andere Punkte hinaus. Ich habe das Video jetzt nochmal so genannt. Und ich wollte das Ganze in drei Teile unterteilen. Erstens die Skepsis gegenüber allem, was umsonst ist, was man kostenlos bekommt. Dann der zweite Punkt ist einfach Geld oder Besitz als Religion, als Glaubenssatz. Die Leute glauben nur noch an Geld und Materie und Besitz. Und der dritte Punkt ist eben, warum macht da jeder mit? Warum macht jeder mit bei dem ganzen System? Warum lässt sich jeder so vom Geld leiten, von Materie, vom Besitz? Also erster Punkt, Skepsis gegenüber Kostenlosen. Die Leute haben sowas von eine Skepsis gegenüber allem, was umsonst ist. Es gab zum Beispiel mal einen Test, da hat sich einer in eine Fußgängerzone gesetzt, hat einen Korb hingemacht mit lauter Geldscheinen und Münzen drin, hat ein Schild daneben gemacht, Geld zu verschenken. Und die Leute sind sowas von skeptisch. Die können es nicht glauben und wenn sie was nehmen, wenn sie was von diesem Geld genommen haben, dann mit einem äußerst schlechten Gewissen. Und dann haben sie auch überlegt, so, brauche ich eigentlich das Geld? Und dann haben sogar Leute wieder Geld reingetan. Manche haben sich vielleicht mal 10, 20 Euro genommen oder so, aber nicht mehr, nicht mehr. Die Leute sind so skeptisch, wenn es was umsonst gibt, wenn sie einfach so Geld geschenkt bekommen. Und ja, das ist ein ganz guter Test, denke ich. Oder mal erkennt es ja oft an sich selber ganz gut. Würdest du irgendwie, wenn du im Internet ein kostenloses E-Book 200 Seiten siehst, lädst du das runter und liest es? Das kann die beste Information der Welt sein. Das holt sich keiner, das kauft sich keiner. Genauso ist es mit den Dingen in der Natur. Weil sie nichts kosten, da ist jeder gleich immer skeptisch. Heutzutage ist jeder darauf aus, was zu besitzen. Probier mal jemandem zu helfen ohne Gegenleistung. Der schaut dich erstmal an, so, ja, und was willst du dafür? Du sagst nichts und ja, okay, danke, so. Der ist erstmal perplex. Heutzutage macht ja keiner mehr was, einfach aus reiner Freude, aus reinem Gebenwillen. Und wenn es nichts kostet, dann hilft es nichts, sagen viele Leute. So ein Quatsch. Die meisten Dinge, die umsonst sind, sind die besten. Umsonst ist auch Sonne, Luft, frische Luft, Bewegung. Ist das Beste, was du zum Beispiel für deine Gesundheit tun kannst. Und sie sind völlig umsonst. Die Leute wollen dann immer irgendwo Geld ausgeben, gehen zum nächsten Wunderheiler oder so. Niemand kann sich selber heilen, außer du selbst. Niemand kann dich heilen, außer du selbst. Meinte ich natürlich. Aber die Leute sind oft zu bequem einfach. Weil sie nichts ändern wollen, dann suchen sie irgendwo, hey, da gebe ich Geld für aus. Und, dann hilf mir. Schieben die Verantwortung ab. Übernehmen keine Eigenverantwortung mehr. Das könnte, denke ich, auch ein Grund sein, zum einen. Und jetzt als zweiter Punkt, Geld und Materie, beziehungsweise Geld und Besitz als Religion heutzutage. Man muss ja nochmal bei manchen Leuten schauen.
DVD-Sammlungen, da wird gesammelt oder so. Es ist doch nicht so, als hätten wir nicht alles im Überfluss auf der ganzen Welt. Bücher und so weiter. Jeder will immer das Buch selber kaufen, weil er es einfach besitzen will. Man könnte auch einfach überall, du kriegst im Prinzip alles umsonst. Du kannst in eine Bibliothek reingehen, dich an den Computer hocken, da ins Internet gehen, du kannst dir da jede Information übers Internet holen, du kannst jedes Buch in der Bibliothek direkt drin lesen, du kannst in Hugendubel lesen und jedes Buch da umsonst lesen. Wir sind eh an Wissen überschüttet einfach. Die Leute wollen es eben immer besitzen und deswegen kaufen sie sich Bücher und dann reicht das Geld nicht. Ja, weil es einfach die Gier ist, weil die Leute dann mehr und mehr wollen. Und wenn man sich jetzt mal allgemein die Forschung oder das Krankensystem anschaut, man muss ganz bewusst Krankensystem sagen, weil es mit Gesundheit nichts zu tun hat. Es wird sich ja nur um Krankheiten gekümmert. Dein Arzt wird bezahlt, wenn du krank bist. Dein Arzt wird nicht bezahlt, wenn du gesund bist. In China hat man es zum Beispiel mal so gemacht, früher glaube ich. Da wurde der Arzt bezahlt, wenn du gesund bist. Wenn du krank wurdest, dann wurde er nicht mehr bezahlt. Das halte ich doch mal für eine sinnvolle Regelung. Könnte man mal hier auch einführen. Oder probier doch mal, geh mal zu deinem Arzt und frag mal, ob du mit ihm einen Deal aushandeln kannst, dass er bezahlt wird, wenn du gesund bist. Und dann wird er erstmal laut loslachen wahrscheinlich. Und er ist völlig perplex. Sowas könnte man hier gar nicht sich vorstellen, für eine Leistung bezahlt zu werden, die man nicht erbringt. Weil man immer nur das, was man anfassen kann, den Körper sieht, die Materie. Aber es gibt so viele Dinge, die man nicht anfassen kann und trotzdem da sind. Man fasst auch nicht an eine Hochspannungsleitung. Es gibt wahrscheinlich manche Leute, die das machen. Dann wird man auch gegrillt. Das sieht man auch nichts. Ist nur ein Stück Metall, fasst dran und du bist tot. Und die Medizin operiert nur an Sachen rum, die sie sieht. Und alles andere glaubt sie nicht. Geist, Seele berücksichtigt sie gar nicht. Und selbst andere Sachen wie elektromagnetische Strahlung oder sowas oder allgemein Strahlung wird ja auch nicht berücksichtigt wirklich im Körper. Es sind so viele andere Prozesse, die einfach nicht berücksichtigt werden. Und das ist sehr naiv einfach. Beim Handy ist es genauso da. Keiner weiß, wie funktioniert das. Du hältst dir da ein Handy an den Kopf und dann sprichst du mit irgendjemandem vom anderen Ende der Welt. Wie funktioniert das? Da einfach durch die Luft gehen deine Worte. Wie funktioniert das? Sieht man auch nicht. Die meisten können es nicht erklären. Die meisten normalen Menschen, die nutzen es einfach jeden Tag, haben sich so dran gewöhnt. Und wenn du dann irgendwas von anderen, von geistigen Kräften oder so erzählst, dann wird es sofort ins Lächerliche gezogen und so weiter. Es ist alles Meinungsmache. Und wenn man sich jetzt mal die Forschung anschaut, wer sollte denn für einen Apfel forschen? Wer bekommt ein Geld, wenn ein Apfel gesund ist? Wer sollte denn eine Studie über einen Apfel machen? Oder über gesundes Essen? Über natürliche Früchte? Wer macht denn da eine Studie drüber? Die Pharmalobbys machen Studien über Sachen, wo sie irgendwelche Stoffe extrahieren können, wo sie sich Stoffe patentieren können. Eine Pharmaindustrie oder ein Medikamentenunternehmen macht doch keine Studie zu einem Apfel. Was haben sie denn davon, wenn sie rausfinden, dass er gesund ist? Kann sich eh jeder umsonst kaufen. Das gleiche gilt fürs Fasten. Gerstentherapie. 90% der Krebsfälle geheilt. Durch Fasten mit Gemüsesäften. Über 90% Erfolgsquote. Die Chemotherapie hat normalerweise eine Erfolgsquote von 2-3%, was man nicht mal annähernd Erfolg nennen kann.
Wenn du nichts machst, ist es besser wahrscheinlich als eine Chemo, auf jeden Fall sogar. Und da wird dann wieder dann genauso die Gerstentherapie wird dann wieder völlig lächerlich gemacht, natürlich. Da ist ja keine Lobby da. Wer soll denn das bezahlen? Dann wird es irgendwie ins Lächerliche gezogen. Die Pharmaindustrie will das doch nicht. Wenn jemand weiß, dass er sich einfach durch Fasten und Säfte heilen kann, die kann sich jeder daheim selber pressen. Dazu brauchst du, das ist kein Milliardengeschäft. Das ist diese Naivität, dass die Ärzte oder die Pharmaunternehmen es ja nur gut meinen. Das ist wirklich naiv. Man muss mal wirklich die Dinge mit offenem Auge betrachten. Manche Ärzte meinen es vielleicht auch gut, aber die gehen durch ein so manipuliertes Studium und diese ganzen Informationen kommen von der Pharmaindustrie. Es ist ein halbes Medizinstudium, ist ein Pharmastudium. Über Ernährung lernt ein Arzt ja eh nichts, außer dass ein Fleisch Eiweiß ist oder sowas. Jeder Ernährungsberater hat schon mehr Wissen über Ernährung als einen Arzt. Ein Arzt hat es mal eine Vorlesung oder ein Semester mal angeschnitten, ganz kurz. Von Ernährung hat ein Arzt keine Ahnung, leider. Was einer der wichtigsten Punkte heutzutage ist, genauso mit Bewegung, Sport, frische Luft, Sonne. Und ja, man muss nur mal überlegen. Deswegen gibt es weniger Studien zu Fasten. Genauso, aber es gibt trotzdem Studien zu Fasten. Aber es müssen halt mal größere Studien gemacht werden. Und die müssen dann auch mal den Leuten gezeigt werden in den Medien. Aber da hat ja keiner Interesse dran. Und die Leute haben auch kein Interesse dran zu erfahren, dass Fasten gut ist. Weil da müssten sie sich selber ändern. Eine Pille zu nehmen ist viel leichter, als seine Gewohnheiten zu ändern. Die Probleme bei sich zu suchen und anders zu leben. Und dann kann man sich genauso fragen, warum lässt ein Staat es zu, dass in öffentlichen Einrichtungen, in Mensen und so weiter Softdrinks verkauft werden, Zucker, was ja wirklich, industrieller Zucker, wirklich nachweislich nicht gesund ist, jeder weiß es. Salz. Natriumchlorid, reines Natriumchlorid, nicht mal Meersalz oder so wird in Mensen verkauft. Kein biologisches Essen, sondern chemische Produkte werden in Mensen verkauft. Wie kann das denn sein? Da steckt einfach nur Geld dahinter. Die haben eine riesen Lobby und die Leute sind abhängig davon, von dem Essen. Man kann ja nicht meinen, dass der normale Mensch, wenn er Hunger hat und jetzt gerade nach einer Pizza giert, dass das das Verlangen vom Körper ist, dass der jetzt die Nährstoffe aus der Pizza haben will. Der ist einfach vom Kopf her, der weiß, wie die Pizza schmeckt und ist abhängig von diesem Geschmack und von den Stoffen in der Pizza. Das hat nichts mit Ernährung zu tun, wenn man eine Pizza isst. Und der letzte und dritte Punkt, wo ich darauf eingehen mag, ist dann eben, warum macht halt jeder mit? Und da gibt es, denke ich, auch wieder drei Unterpunkte. Warum macht jeder mit? Warum glaubt noch jeder diese Sachen? Warum glaubt jeder an Ärzte? Warum glaubt jeder an Geld und Besitz? Und als erster Punkt ist, denke ich, einfach mal die Bequemlichkeit. Die Bequemlichkeit, nichts zu ändern. Wenn man seine Gesundheit durch Fasten oder Bewegung oder gesunde Ernährung, frische Luft und Sonnenschein alleine komplett wieder auf ein ganz anderes Level bringen kann und sich von jeder Krankheit befreien kann, die man möchte. Und jede Krankheit geht weg. Wenn du fastest, deine Ernährung umstellst auf eine gesunde Rohkosternährung, Einläufe machst, jede Krankheit geht dann weg. Und daran verdient erstmal keiner Geld. Und es heißt auch immer, es bedeutet immer, du musst dich selbst ändern. Du musst deine Lebensweise und deine Gewohnheiten ändern, wenn das stimmt. Und dann ist es immer leichter, es ist immer bequemer, sich eine Pille verschreiben zu lassen, die zu essen, dabei auf der Couch zu hocken, danach noch ein paar Chips zu essen
Und danach zu sagen, hey, der Arzt hat mich nicht geheilt. Das ist völliger Quatsch. Der zweite Punkt ist einfach, warum die Leute da mitmachen, weil es gibt einfach viele Mitläufer. Viele hören es einfach, wissen es nicht besser. Das ist halt die Unwissenheit der Mitläufer. Wie soll man sagen? Die Leute wissen es einfach nicht besser und kriegen jeden Tag falsche Informationen. Das macht halt jeder. Ey, der Nachbar hat sich auch sein Herz aufschneiden lassen. Der Nachbar hat sich auch den Fuß aufschneiden lassen, eine Ader rausnehmen lassen, die Brust aufschneiden lassen und die Ader wird ja woanders eingesetzt. Und diese Bypass-Operation, das ist ja, das macht man halt heutzutage. Und nee, die Ernährung umzustellen oder Sport zu machen, das wäre ja extrem, wenn man seine Ernährung umstellt. Das ist ja extrem, wenn man vegan lebt. Oder es ist extrem, wenn man nur von Rohkost lebt. Aber das Herz sich aufzuschneiden, die Brust aufschneiden zu lassen, den Körper aufzuschneiden, sich Metalle in seinen Körper einsetzen zu lassen, künstliche Hüftgelenke, das ist nicht extrem. Da muss man erstmal die Perversion erkennen. Das ist eigentlich so leicht zu durchschauen. Die Leute lassen sich lieber ein Gelenk in ihren Körper einsetzen, als ihre Lebensweise zu ändern. Und das ist eben dann auch einfach die Sucht nach Fastfood, nach diesem ganzen Junkfood, die Sucht nach Salz, nach Industriezucker. Das ist eine Sucht. Es ist genauso wie Raucher. Bei Rauchern bringt es auch nichts, dass da jetzt auf der Packung ein Bild drauf ist mit einer total schwarzen Lunge und nebendran eine gesunde Lunge. Das stört den Raucher gar nicht, der ist abhängig. Solange der sich nicht selber ändern will, wird er nichts ändern und wird weiter rauchen. Der stirbt lieber ein paar Jahre früher, lebt schlechter. Es ist einfach nur die Sucht. Und mit dem Essen, mit dem Junkfood ist es genauso. Und dann kommen die abstrusesten Gedanken bei raus und dann werden Leute sogar als krank bezeichnet, die sich zwanghaft gesund ernähren oder sowas. Ich ernähre mich nicht zwanghaft gesund. Ich sehe, was es für meine Gesundheit bringt und mir bereitet es Freude, gutes Essen zu essen. Die anderen Leute stört es. Die anderen Leute stört es, wenn ich mit denen esse. Oder wenn sie sehen, was ich esse, weil es ihr Verhalten spiegelt. Weil sie dann sehen, man könnte auch ganz anders essen und der ist anscheinend auch noch glücklich. Dann behaupte ich halt einfach, es ist eine Störung oder red mir das halt ein oder ja, weil sie einfach selber süchtig sind und die eigene Sucht nicht aufgeben möchten. Das sind eben die drei Punkte. Bequemlichkeit, Unwissenheit und Sucht. Und deswegen machen die Leute da mit. Und wenn man wirklich offen über die Dinge drüber nachdenkt und nicht nur seine Meinung behaupten will, wenn man sich Dinge anschaut, wenn man sich die Dinge also offen anschaut und wirklich bereit dazu ist, seine alte Meinung dabei fallen zu lassen, dann erkennt man so viel Widersprüche in den ganzen Sachen, die einem erzählt werden, die einfach gar nicht hinkommen. Und wenn was umsonst ist, ist es meistens das Beste. Die einfachsten Dinge sind die besten. Einfaches Essen, einfache Bewegung jeden Tag, Sonne, frische Luft. Und du wirst automatisch glücklich und kommst wieder in Gleichgewicht. Aber es braucht halt eine Zeit lang, bis du da mal rauskommst aus deinen alten Süchten und deinen alten Gewohnheiten. Und es ist nichts anderes als Gewohnheit. Essen sowieso. Dann sagen die Leute auch, es wäre nicht abwechslungsreich, gut zu essen. Die meisten Leute essen immer das Gleiche, auch wenn sie Fleisch essen. Die essen jedes Mal ein Schnitzel, wenn sie irgendwo sind. Die haben jedes Mal ihre Lieblingspizza, was weiß ich, eine Salami-Pizza. Dann haben sie ihr Lieblingsnudelgericht. Die essen überall das Gleiche und jeden Tag essen sie das gleiche Wurstbrot. Ich esse halt jeden Tag die gleiche Frucht. Wenn man sich mal einmal umgewöhnt hat, völlig egal. Aber man muss mal durch diese Phase gehen und sich umgewöhnen.
und einen gesunden Lebensstil einfach aneignen. Und es hat dann nichts mit Krankheit zu tun. Die Krankheit ist bei den Leuten, die sich nicht ändern wollen. Das Leben ist immer Veränderung. Wer sich nicht ändert, wird dazu gezwungen oder stirbt. Viele Leute sterben ja dann auch einfach lieber eher und werden krank, statt ihre Gewohnheiten aufzugeben, wie beim Rauchen. Es gibt immer noch Leute, die haben ein Loch im Hals und stecken sich oben noch eine Zigarette in den Mund. So läuft es halt leider bei den Leuten. Und deswegen macht nicht den gleichen Fehler. Ändert eure Lebensweise. Muss man mal ein paar Wochen in sauren Apfel beißen. Aber wenn man immer mal wieder schrittweise was verändert, mal einfach, was weiß ich, schrittweise irgendwas ersetzen. Zum Beispiel einen Monat sagen, hey, ich gehe jetzt jeden Tag mal ein bisschen nur raus, wenn es nur 5 Minuten sind, einfach jeden Tag einen Spaziergang zu machen. Und dann kann man sagen, hey, ich mache jeden Tag eine kleine Runde, laufe ich, gehe ich joggen. Irgendwann sagt man, macht man vielleicht mal den nächsten Schritt und geht mal auf einen anderen Punkt und ändert ein Produkt aus seiner Ernährung jeden Monat. Den einen Monat ersetzt man halt einfach mal die Kuhmilch mit einer Mandelmilch oder einer Nussmilch, Hanfmilch, was auch immer. Und so läuft das Ganze auch ganz leicht und ist gar nicht schwer. Und man kann so viel Neues entdecken. Und man muss dabei nicht immer das Negative sehen, sondern schauen, was es Neues zu entdecken gibt. Und Spaß dran haben. Peace, Leute. Ciao.